Um was geht es eigentlich in einer richtigen Liebesbeziehung? Das ist das heutige Thema. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin die Expertin für Liebe auf allen Ebenen. Und dann kannst du endlich wieder strahlen und du hast es verdient, es ist dein Geburtstag. Ich bin hier, um den Menschen zu helfen, endlich glücklich zu werden. Herzlich willkommen zur neuen Folge der Woche. Heute geht es um die Liebe. Denn das ist es, was wir uns alle wünschen. Denn in der Liebe geht es nicht darum, in einer Liebesbeziehung geht es eigentlich nicht darum, dass wir jemanden haben, den wir küssen können, umarmen können. Aber es geht viel, viel tiefer. Ja? Natürlich wollen wir jemanden haben, mit dem wir uns küssen können, mit dem wir uns umarmen können. Weil wir lieben es, jemanden zu umarmen, also unsere Liebe zu zeigen, jemanden zu küssen. Aber wir wollen auch zurück umarmt werden, zurückgeküsst werden. Wir wollen Liebe machen, die viel, viel tiefgehender ist als diese Begierde, diese Lust. Das ist es, um was es in der Liebe geht. Wir wollen viel, viel tiefer gehen. Wir wollen Liebe auch spüren in unserem Inneren, in unserem spirituellen Herzen. Da müssen wir es fühlen. Wir müssen uns angekommen fühlen. Wir wollen uns angekommen fühlen. Wir wollen, dass wir uns kümmern um unseren Partner. Und wir wollen auch, dass sich dieser Partner um uns kümmert. Wir wollen, dass wir über unser Leid sprechen können, über unsere Sorgen sprechen können. Wir wollen, dass der Partner auch zuhört. Somit ist es auch wieder umgekehrt, wir sollen auch zuhören können. Also es ist ein Geben und Nehmen. Es geht ein Hin und Her. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil die Menschen, wenn wir jetzt ein Weiblein und ein Männlein haben, dann sind diese beiden komplett verschieden, wie Punkt und Strich, wie A und Z, komplett verschieden. Es ist sehr, sehr schwer zu begreifen, warum es dem anderen gerade nicht gut geht oder warum dieser Partner gerade so reagiert und nicht anders. Sehr, sehr schwierig, weil vor allem wir sind nicht in seinen Schuhen groß geworden. Wir haben nicht diese Erziehung genossen. Wir haben nicht dieses Leid erfahren. Wir haben ganz andere Sachen, wir haben ganz andere Filter. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du bei dir bleibst, dass du in deine Selbstliebe gehen kannst, dass du deine Probleme, deine Blockaden so gut wie möglich selber aufgelöst hast. Und dann kannst du deinem Partner besser zuhören. Das verlangen wir natürlich auch von unserem Partner. Partner soll seine Probleme, seine Blockaden auflösen, damit er auch dir besser zuhören kann, damit da ein wirklich Geben und Nehmen ist. Und darum geht es in unseren Liebesbeziehungen, darum geht es, was wir uns wünschen, wirklich auf tiefster, tiefster Ebene. Das wünsche ich dir und ich kann nur noch eins sagen, let's spread the love. Love, 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 I am pure love.